Was ist das denn? Sieht aus wie ein Getränkeautomat. Und die Schrift sieht asiatisch aus. Ist es koreanisch? Oder vielleicht japanisch? Die Frau am Automaten trägt einen Kimono. Es handelt sich also um Japan. Sie hat ihren Kopf nach links gedreht. So als ob sie auf etwas aufmerksam geworden ist. Vielleicht betrachtet sie das Feuerwerk im Hintergrund. Vielleicht ist es die Silvesternacht. Aber würde sie einen Kimono zu einem solchen Anlass tragen? Schwer zu sagen. Was glaubst du? Thank you.